und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee mit hier bei uns im Café Nummer 14 in Mittweida. Heute zu Gast haben wir Julia Wolf. Erstmal hallo, dass du, und schön, dass du da bist, Julia. Hallo. Man muss sagen, du bist ja schon fast so ein bisschen ein Ehrengast für uns. Du hast nämlich selber auch schon mal ein Kaffee mit durchgeführt, damals als Interviewerin. Das war im Jahr 2013. Wie ist das für dich, jetzt mal auf der anderen Seite vom Tisch zu sitzen? Super ungewohnt. Also damals war es mein allererstes Interview, das ich überhaupt geführt habe. Ja, und auch sonst interviewe ich eher und jetzt auf der anderen Seite ist schon aufregend. Wir haben auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von deinem Kaffee mit aus dem Jahr 2013. Ich weiß nicht, den hast du vielleicht seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, deswegen würden wir dir den jetzt einfach einmal vorspielen. Stellen Sie doch mal kurz Ihre neue Rhetorikshow vor. Und vor allem, in welchen Bereich würden Sie sagen, geht sie? Also eher Comedy oder ist es für Ihre Zuschauer mehr ein Workshop oder ein Lehrgang? Ich bedanke mich für das Interview. Und gerne geschehen. Wie ist es, sowas zu sehen jetzt? Super lustig. Es ist so kurz, es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ja, das glaube ich dir. Du hast jetzt hier an der Hochschule Mittweida nicht nur deinen Bachelor absolviert, du hast jetzt auch schon deine Masterarbeit abgegeben. Und man muss sagen, die ganzen Jahre Studium hat dich jetzt ein Hobby besonders begleitet, und zwar das Modeln. Wie kamst du denn damals dazu? Damals war ich noch gar nicht in Mittweida, das hat zu Hause angefangen. Und zwar hat mein Papa sich eine Canon gekauft und musste ausprobieren, wie das so funktioniert mit der Kameratechnik. Und dann habe ich gesagt, hey Papa, ich bin ein Model. Und ich hatte super viel Spaß vor der Kamera, und so habe ich angefangen. Erst so, ne, privat, und dann irgendwann halt Firmen angeschrieben, als dieser Instagram-Hype losging. Und habe so kooperiert und dann kommen wir vorbei, wir machen Shooting, und ich habe immer mehr Spaß einfach dran gefunden, und so hat sich das entwickelt, genau. Ende 2018, also Ende des letzten Jahres jetzt, hast du einen echt großen Schritt gewagt. Du hast bei einer Model-Casting-Show mitgemacht, und zwar bei Sylvie's Dessous Models. War das schon immer dein Traum oder stand das schon immer so auf deiner To-Do-Liste, mal bei so einer Model-Casting-Show dabei zu sein? Sylvie's Dessous Models jetzt nicht direkt, ne? Ich meine, es ist ja auch neu gewesen, aber klar, so als kleines Mädchen sitzt man vor Germany's Next Topmodel und denkt sich, Mama, ich möchte auch mitlaufen. Und ja, das hat sich so ergeben und ich dachte, mach's mal mit, probier's so. Und ich bin in die Top 30 gekommen, das war schon so, oh, geil. Wie ist die Bewerbung da abgelaufen? Wie bist du damit reingekommen? Ich bin in einer Modelagentur und da werden über Facebook oft Jobs ausgeschrieben. Und dann dachte ich, wie auch bei jedem anderen Job, bewirbst du dich halt. Dann wurde ich eingeladen zum Casting, bin nach Köln gefahren. Das war dann auch nochmal so, da saßen halt Leute von RTL vor mir und halt eben diese Agentur. Und die fragen dich aus und musst dich halt super verkaufen, und anscheinend hat es gefunkt. Ja, und dann wurde ich halt angeschrieben, hey, du bist unter die Top 30 gekommen, und herzlichen Glückwunsch, und das war schon cool. Und als du in den Top 30 warst, ging es dann quasi direkt ans Set von Sylvie's Dessous Models. Was war da dein erster Eindruck? Wie ist das abgelaufen? Total, also ne, 30 Mädels, man kennt sich nicht und alle so, okay, wie könnte die sein, wie könnte die sein, alle beschnuppern sich so gegenseitig, so richtig Best Friends ist ja keiner, also doch, es gibt dann immer so Gruppen, die natürlich so, hey, cool, ich wollte dich schon immer mal kennenlernen. Das war krass, so zu sehen, wie die arbeiten. Ich, teilweise dachte ich auch, ey, eigentlich würde ich viel lieber hinter der Kamera stehen, weil das ganze Team auch so herzlich, und die hatten richtig viel Spaß am Arbeiten, das hast du richtig gemerkt, so wie hier in Mittweida. Und ja, es war ein cooles Set, es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war beeindruckend, das mal in so einem noch größeren Rahmen einfach zu sehen. Wie war das? Was war euch vorgegeben, was ihr so zu sagen und zu tun habt? War euch da viel vorgegeben oder war das wirklich eure eigene Entscheidung, wie ihr euch gebt, was ihr macht? Ja, also uns wurde da nichts vorgeschrieben. Wir konnten uns frei äußern, und natürlich wird dann auch so gefragt. Du kennst es, wenn man interviewt, so, dann will man natürlich möglichst viel und coole Sachen aus den Leuten rausbekommen. Die wussten, wie man Fragen stellt, und die wussten, was sie hören wollen, aber vorgeschrieben wurde nichts. Okay, das war jetzt auch die erste Staffel von Sylvie's Dessous Models. Es gibt ja da doch mit Germany's Next Topmodel jetzt zum Beispiel gut Konkurrenz auf dem Markt. Wie siehst du denn die Zukunft der Show? Oh, das ist schwierig. Ich habe die Show dann ja jetzt geguckt und ich muss sagen, ich glaube, eine richtige Konkurrenz zu Germany's Next Topmodel wird es einfach nicht. Also es gab ja auch nur drei Ausstrahlungstermine.
insgesamt. Und ich glaube, so eine Show muss sich aufbauen, die braucht Zeit und das macht Germany's Next Topmodel schon cooler und besser. Ist einfach so. Okay, dann sind wir gespannt, was kommt. Dann erstmal vielen Dank für den Teil des Interviews und vielen Dank, dass du uns so einen exklusiven Einblick ein bisschen hinter die Kulissen von so einer Model-Casting-Show gegeben hast. Wir haben jetzt noch ein kleines Spiel vorbereitet, damit ich unsere Medien mit Weiterleser noch ein bisschen besser kennenlerne. Das nennt sich Entweder-Oder und ich habe da 5 Fragen für dich und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus, was von beiden eher dein Ding wäre. Mhm. Dann fangen wir mal an. Erste Frage, Germany's Next Topmodel oder Sylvie's Dessous Models? Germany's Next Topmodel. Dann Deutschland sucht den Superstar oder The Voice? The Voice. Dieter Bohlen oder Heidi Klum? Dieter Bohlen. Bachelor oder Bachelorette? Bachelor. Und die letzte, Modelkarriere oder Bürojob? Modelkarriere. Was ist das für eine Frage? Da habe ich mir fast erwartet, dass die Antwort kommt. Super, Julia, dann vielen, vielen Dank, dass du hier heute bei uns zu Gast warst. Ich freue mich auch. Und natürlich auch an euch alle da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier im Kaffee Nummer 14 in Mittweida mit einem neuen Gast bei Kaffee mit.